Und herzlich willkommen zu einem weiteren Aufnahmestream Disney Dreamlight Valley. Ja, und wir haben, bevor wir jetzt angefangen haben aufzunehmen, gerade mal darüber gesprochen, dass auch wir hier vielleicht eventuell, vielleicht auch mal, vielleicht ein bisschen kreativ sein könnten. Wenn ihr darauf mal Bock habt, hier, dass wir unsere Bude mal ein bisschen verschönern oder angleichen oder wie auch immer, dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare unter das Video schreiben. Das wäre mal spannend. Und ich habe gerade gelesen, Behringer hat gesagt, die Base wird erstmal zu Ende gestrichen. Ich vermute mal im Spiel Seven Days. Und wenn ja, dann kannst du ja gerne mal im Seven Days Kanal auf dem Discord mal ein Bilder schicken, wie ihr so eure Sachen kreiert habt und angemalert habt. Also vielleicht sollten wir hier doch noch mal, wenn du dich mal umdrehst. Ja, ich weiß. Vielleicht ist halt doch alles noch mal. So, ja. Das ist schon so ein bisschen runtergeranzt, würde ich jetzt mal so behaupten. Nee, ne? Ist noch nicht wirklich hübsch. Also diese. Aber hier kann man schon auch ein bisschen noch was machen. Das ja, das denke ich auch. Das denke ich auch. Es ist ja zumindest erstmal schon mal hell. Das haben wir ja schon mal. Wenn es wenigstens ordentlich regnen würde bei uns, grau und grau mit gelegentlichen Nieseln, richtiges Depri-Wetter. Das ist Bettwetter. Ja. Das ist absolutes Bettwetter. Nur leider, ne? Nützt einem das nichts, wenn man morgens aus dem Haus muss. Oh. Das stimmt, aber wir könnten ja jetzt vom Bett aus streamen. Das wäre ja mal cool. Einen wunderschönen guten Abend, Sabinchen. Hallo, Sabinchen. So, in den Titel, im Titel steht ja Level 6er, wollen wir mal gucken, aber ich erinnere mich dunkel, dass wir gesagt haben, bevor wir die M60 nicht haben. Ja, stell sie an. Bevor wir die M60 in der Zwischenzeit nach einer Quest nicht haben, machen wir erstmal keine 6er, geschweige denn ein Gefängnis. Mal gucken, was wir hier so können. M60 Maschinengewehr auf Level 3 wäre das. Ja. Level 3. Ich will aber noch mal gucken, ganz kurz. Ich will mal noch ein bisschen Muni anschaltet, ja. Welche sind denn das? Maschinengewehr? Nee, ne? Doch. Maschinengewehr, ja. Ich könnte Level 4, ja, dann müsste ich noch 9 Zeitschriften haben. Also, ja, das kriegen wir jetzt auf die Schnelle. Dauert das und doch ein bisschen länger. Und ich sag dir eins, sobald du die gebaut hast, dann werden wir die auch kriegen. Die bekommen, entweder bei einer Quest als Belohnung oder im Nachhinein. Okay, glaub mir, es wird so kommen, ich ahne das. Maschinengewehrteile, geschmiedeter Stahl, Klebeband, Kunststoff und Schrauben. Ja. Gibt es Sachen, die wir nicht haben? Was fehlt denn? Ja, was, Maschinengewehrteile. Fehlen? Haben wir 33. Du brauchst mehr. Dann bau weiß eine. Ich weiß, muss ich erst mal gucken. Dann bau sonst nur eine. Ja. Reicht ja auch erstmal. Ja, ich mach mal noch ein paar Patronenhülsen. Mal nehmen. Den Rest schon wieder vergessen. Ich weiß Kunststoff, ich weiß Schraubenfedern, ich weiß. Und haben wir kein Kleber? Das kann ich dir nicht sagen. Aber wir können ja was machen. Aus Kleber und Stoffe. Doch, wir haben Klebeband. Ja. Klebeband und geschmiedeter Stahl, glaube ich. Stahl, den haben wir auch bei Werkzeugen, haben wir auch bei Baustoffe drin. Ja, und ich habe noch 200 Grad in der Tasche, die waren fertig. So, dann gucken wir mal, ob wie viel wir hinkriegen mit dem Zeug, was wir haben. Wir kriegen 2 Stück hin. Das ist super. Prima. Ich bin sehr begeistert, meine Liebe. Dann machen wir das mal fertig. Ja, warte mal, ich schnapp mir mal das, was ich habe. So, den Rest tue ich wieder weg. Ne? Also ich habe jetzt einfach mal alles rausgenommen und nicht abgezählt. Weil. So. Genau. So, Waffenteile. Wir haben wirklich so wenig zu. Ja. Das ist ein Witz. Aber so ist es. So ist es leider. So, munitionstechnisch sind wir gut aufgestellt. Ich stelle aber trotzdem gleich mal noch welche an, weil.
Wir können es ja. Schrottmuni und 762er. Ja, da ist jetzt nicht ganz so viel, aber sollte reichen, ne? Sollte erstmal reichen, denke ich mal. Okay, das dauert jetzt noch 10 Minuten. Hier laufen jetzt auch ein paar, läuft nochmal Muni durch. Das dauert 41 Minuten. Aber ich würde sagen, wir fahren mal und schauen, ob wir eine Quest bekommen. Hm? Oder? Was sagst du? Ja. Ich lese gerade Beringer, dann Happy All Hallow Eve und Kakao mit Schuss Whisky rüberschieb. Oh. Keep rolling. Schuss mit Marshmallows oder so. Oder Schokostückchen oder irgend so was Neckisches. Da wäre ich dafür. Lies mal auf dein Motorradchen. Ja, warte, wieso habe ich denn dieses Bauding? Achso, von der Horde noch. Hat überlegt, wieso und warum und weshalb. Moment. Ach ja, es ist ja rosa. Aufschließen. Ach, willst du fahren? Ja. Ja, weil du aber den Händler nicht siehst. Ja, ich weiß aber, dass der zwischen Norden und Nordwesten ist. Ja, dann fahr auch in die Richtung. Ja, fahr ich doch. Ja, doch, ja. Vielleicht. Naja, wir spielen jetzt Rätselraten, bis wir beim Händler sind. Wenn du ein klein wenig noch nach rechts ziehst, dann wäre ich, glaube ich, fast zu. Aber ich habe da so einen schwarzen Strich auf meinem Kopf. Ja, genau. Warum? Das sehe ich auch gerade. Weiß ich nicht warum. Was ist das? Das verwirrt mich jetzt aber. Kakao mit Whisky, noch nie probiert, also Prost. Oh je. Schmeckt bestimmt nicht schlecht. Ja. Hallo Mike. Wie viel man davon trinken kann, ist dann immer noch fraglich. Gell? Ja, da wird, ich glaube, der Kakao wird da nicht so. Ja, so, hier ist er doch schon. Ja, oder? Ja. Ja, guck mal, habe ich gefunden. Du bist top. Aha. Hallo Olli. Ja. Wir halten hier am Busch. Wir halten am Busch. Jawohl. Ich glaube, morgen ist erst Händler-Reset 37, glaube ich, ne? Ja, das kann durchaus möglich sein. So. Mein Freund, hast du irgendwelche Aufgaben für mich? Stufe 6, Befallene, Tube Tower, Nevisgen General Hospital, Pop and Pills Factory, Red Mesa Compound und Nevisgen County Jail. Also County Jail ist das Gefängnis, das weiß ich. Das ist aber das andere. Wir hatten das Correction, oder wie das heißt. Das Jail ist böse, noch böser als das andere, glaub mir. Okay, was ist mit der Pop and Pills Factory? Ja, können wir machen. Hatten wir schon mal. Aber nicht als 6er. Hatten wir als 5er mal. Red Mesa Compound wäre da auch gut, oder nicht? Hatten wir das nicht gesagt, dass wir das auch mal machen wollten? Ja. Was hältst du von der Red Mesa Compound? Können wir machen. Darf ich mal spicken? Ja. Und können wir Red Mesa machen? Ich habe wieder keinen Triggerpunkt. Hallo. Aha. Heute ist er mal nett. Also, ich habe Shameway, die Krankenschwester wieder, Crack a Book und Shotgun Messiah und Tube Tower. Also würde ich sagen. Red Mesa, hä? Ja. Wir nehmen Red Mesa. Einfach mal so. I have a little assignment. Take a number. Interested? Äußerst vorsichtig, beseitige die Bedrohung, aber diesmal muss ich aufpassen, dass ich Pfeile mitnehme. Dass wir mal ein bisschen das Schleichen üben. Ja, Schleichen ist immer ganz gut. Ja. Da hast du recht. Ich schimme dir zu. Hallo Michael. Möchtest du zurück nach Hause fahren? Ein Aloha hey an alle hier im Chat. Aloha hey. Aloha, hey. Ich könnte jetzt singen, aber dann werde ich gestrikt. Ah. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Du hast ja Dings drin, ne? Brennspar-Mod. Ja, haben wir ja beide, glaube ich.
Muss nur irgendwie, ich weiß ja nicht, wie weit die. Ach, 1,9, das geht ja noch. Das ist nicht sagen, so weit. Ne, wie weit wir fahren müssen, müssen wir noch mal ein bisschen tanken vorher. Ja. Ja. Und dann müssen wir auch mal bald mal wieder in die Wüste, ne? Mhm. Ja. Hui! Hui! Nur fliegen ist schöner. Genau. Aber davon geht das Motorrad augenscheinlich nicht kaputt. Mhm. Guck mal, wie schnell das geht hier, du. Flotte Karotte. Sehr schön geparkt. Wunderbar. Möchten Sie absteigen? Siehst du? Ich bin abgestiegen. Siehst du. Jetzt bin ich gespannt, ob die Gewehre fertig sind. Ich hab schon mal getankt. Eins ist fertig, das andere 4. Kannst du schon mal rausnehmen? Das frisst der 762er, ne? Jupp. Ich nehme 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 6. 7 mit. Dann kannst du die anderen mitnehmen. 2, 4, 6, 8. Mhm. Na, dann nimmst du die 8 mit. Okay. Teilen wir das schön gemütlich hier zwischeneinander auf. Ja. So, dann habe ich die Schrotze. Die habe ich auch. Die nutze ich auch ganz gerne. Ja, ja. Ich hau mich schon wieder das ganze Inventar voller Munition. Aber es bleibt ja nicht aus. Man braucht die Sachen doch. Ja. Ich habe hier noch Patronenhülse in meinem Tisch. Wächtend. Und 9mm nehme ich auch noch ein paar mit für die MP5. Aber dann nehme ich nur 3 mit. So. Nee, ich brauche mich. Hier müssen wir mal noch ein bisschen Holz hier rein. Warte mal. Davon nehmen wir mal. So. Moin, Guru! Shelly! Shelly! Ja. Oh, das war so schlimm. Ich habe den Stream ganz ehrlich. Immer wieder. Ich bin ganz, ganz ehrlich. Ich habe den Stream noch nicht bearbeitet. Ne? Also ich. Ach so. Eigentlich wollte ich ihn auch. Du schonst die Nerven deiner Zuschauer. Ja, ja, ja. Die Pfeile habe ich mit 150 Stück. Hier oben, Omalesi, Pfeile 149 Stück. Die habe ich eingepackt, tatsächlich. Ja, ich habe den noch nicht bearbeitet, den Stream. Ich weiß auch noch nicht, ob ich das auf den Kanal bringe oder nicht. Ah, okay. Okay. Es war schon eine Stange gruselig, tatsächlich. So, Essen habe ich eingepackt. Trinken habe ich auch genug. Ja. Aber ich gucke noch mal hier oben in die... Ich habe gar keine. Ich hatte das letzte Mal, glaube ich, alles ausgepackt. Dann packe ich mir mal noch ein bisschen Schrot hier ein. Ja, packt ihr alles ein. Es ist ja von allem noch da, ne? Also ja, nicht gerade wenig. Auf jeden. Wir haben da echt. Ja. Wollen wir uns noch ein bisschen Geschützturm-Muni durchlaufen lassen? Vielleicht, hä? Geschützturm-Muni habe ich 660. Ja, siehst du, ich habe nicht mehr so viel. Da habe ich 660, so. Viel. Ich habe noch 400, ein paar, 483. So, nee, den noch da. Hab ich das taktische Sturmgewehr? Ja, ich nehme es mit, ist egal. Ich muss mal gucken, was ich gleich noch in die M60 noch reinmachen kann. Hm. Ja, das sieht ja nicht so prickelnd aus, ne? Das ist das Problem. Aber Mods haben wir momentan auch gar nichts, ne? Ich guck mal. Ich hab's, die Hasen müssen beim Überfahren Shelly rufen, oder? Dann wird da nur noch Shelly geschrien. Das auch gleich mit dem Mitleid erledigt. Das wird ja nur noch ein heilloses Shelly-Geschreie. Zwei Beine ist noch. Zwei Beine würde reingehen. Dann haben wir hier Reflexzone. Schalldämpfer ist dämlich. Das kannst du vergessen. Mündungsbremse geht ja da, glaube ich, nicht rein. Ja, guck du noch mal. Warte, was ist hier? Vollautomatik. Die ist ja sowieso vollautomatisch. Das macht ja keinen Sinn. Bam, 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 bam. Na, 12 Sekunden bin ich fertig. In eine Magazinvergrößerung wäre es. Ja, können wir die machen? Naja, ich glaube nicht. Magazin. Also, Trommelmagazin, einfaches Magazin. Nein, habe ich kein Buch. Die Ferrale schon? Habe ich kein Buch. Habe ich kein Buch, wir können nichts. Warte, Moment. Hier ist kein Schloss davor. Ja, aber hier. Kommt kein Trommelmagazin ran, oder?
Nee, hör mal, das ist alles noch zu. Ja, sehe, es ist ja natürlich doof. Kann ich einmal ganz kurz mein Gewehr rausnehmen? So, Entschuldigung, natürlich. Ja, jetzt kannst du wieder rein. Ich wollte nur rausnehmen. Nee, ich wollte mal gucken, aber es kannst du vergessen. Aber bei der M60 wäre es halt schon richtig geil, wenn man die vergrößern kann, ne? Vergrößerungsgewehrlaufmod habe ich hier eine. Angriffmod ja, haben wir ja eine. Mal, die hatten wir ja das letzte, hatte ich ja das letzte Mal gefunden. Da und hier, Gewehr 2 beim Mod haben wir eine. Die gehen alle rein. Ja, außer Magazinvergrößerung habe ich, kann ich reintun. Kann ich 3 Stück überhaupt reintun in das Gewehr? Die ist alles noch zu. Ja, klar, ich denke schon. Ja, warte, 4 sogar. Verändern. Guck mal hier. 1, 2, 3, 4. Ja, 4 ist natürlich cool. Wenn man was hat zum Reinpacken, perfekt. Ja, guck mal, das macht. Ich habe jetzt mal die Laserzielhilfe genommen. Die habe ich jetzt reingepackt. Weil es gibt ja dann halt auch immer ein bisschen mehr der Waffe, ne? Ein bisschen mehr Schaden. Braucht ihr wirklich die ganzen Waffen unter Umständen, Michael? Weil da, wo wir hingehen, ist eine Level 6er Quest. Das ist mit das Höchste. Ja. Und da sind die dann schon ein bisschen. Dolle, ja. Stärker. Also ich habe jetzt durch die Mods habe ich jetzt 21 Punkte mehr auf Fernkampfschaden und 3 weiter auf. Wie viel hast du denn insgesamt Fernkampf? Also ich habe jetzt 97 und jetzt. Oh. Cool. Ich habe 85,2. Naja, ich habe ja auch nur eins drin. Ja, willst du denn eins abhaben? Willst du zwei Beine haben? Nein, ist okay. Dann teilen wir ist das. Okay. Nein. Lass du die drin. Jeder 2 und dann ist gut. Nein, ist doch Käse. Ich habe die Dings drin. Ich habe diese Zielfernrohr-Dingenskirchens. Ich könnte ja bei mir, irgendwo habe ich, im taktischen habe ich, glaube ich, diese, warte mal. Nein, ich habe hier, ich nehme aus dem aus dem taktischen ist schlecht. Soll ich dir aus meinem taktischen was geben? Nein, ich nehme mir aus der MP, nehme ich mir noch was raus. Und ich werde mir aus dem taktischen, werde ich mir die Magazinvergrößerung rausnehmen. Die ja, ich mir da lasse ich sie drin. Ich habe sie aus der Maschinenpistole rausgenommen. Nee, ich mache sie jetzt in die M60 genau. rein. Ja, genau. Ich nehme schon. Jetzt in die M60 rein. Zumindest, dass man die drin hat. Verändern. Ja, aber guck, die gibt auch. Jetzt habe ich 30 Schuss mehr. 90,2. Sehr gut. Okay. Und ich habe jetzt 104,7 Fernkampfschaden. Das ist doch sensationell. So, warte mal, Verbandsmaterial habe ich auch nichts. Ich gehe schon wieder los wie der Schuster. Meine Herren. Ja, aber ob man jetzt nur 30 oder 60 oder 90 Schuss hat, das finde ich schon. Das macht einen Unterschied, wichtig, zumal ne? Du ja schnell raus schwupp und weg ist. Ne? So ein bisschen Honig habe ich, Antibiotzi habe ich. Ja. Hallo André, einen schönen Halloween wünsche ich dir auch. Die Zombies. Nein, wir sind nicht die Zombies, wir sind die Jäger. Hier sind die Jäger, ja, genau. André. So, Essen habe ich, Trinken habe ich, habe alles am Start. Also, Verbandsmaterial nehme ich raus nachher gleich. 1, 2, 3, warte mal, den Speer doch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hat meine Drohne die Dings drin? Nee, und nur Dings. Die haben wir auch noch nicht, ne? Das nach unten, ganz wichtig. Ja, auch noch. Nee. Wen habe ich? Entschuldigung. Steh ich im Weg? Huch, ich schmeiß alles raus. So, fertig. Also ich habe Essen, Trinken. Habe ich Durst? Hunger? Nö, alles super. Alles oh, ganz oh, komm, cool. Komm. Es ist getankt. Na komm. Ist sogar geflogen. Ja, an unserer Mauer. Nordosten. Ach nee, das ist das Motorrad. Wollte gerade sagen. Ich sehe es nicht. Also ist hier keiner. Da ist er weiter weg. Dann ist er weg. So. Ja. Bruni, du gehst raus. Ja. Den Platz brauche ich. Mhm. So, dann trinke ich noch mal einen Schluck. Ja, ich mache das, wenn wir angekommen sind. Warte mal, was habe ich denn zu essen dabei? Doch, ich habe zu essen. Vier habe ich dabei. Eins werde ich jetzt noch hier schnabulieren. Ich werde noch ein Steak mit Ei essen. Genau, habe ich auch 36, dabei. Reicht das? Nö, warte, ich nehme Großes. Na, nimm doch einen Penner oder das andere, was ich noch... Und Hotdog, ich werde mir einen Hotdog gönnen. Ja, gönn dir. Schön mit Röstzwiebeln. Mm, yummy. Wann spielt Manu wieder mit euch? Das steht noch in den Sternen, André. Leider ist da noch nichts Klares da. Willst du
du fahren? Soll ich fahren? Ich kann auch fahren, du fährst zurück. Okay. Du fährst zurück. Ich fahr hin. Die sind lauter Höhlen hier unter uns. Huch. Oh. Ich hab den Führerschein im Lotto gewonnen. Sollte ich dir das sagen vorher? Ach, ich vertraue dir da ganz. Okay. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, wenn du mir vertraust. Ich habe gerade mal gelesen, was Mickey geschrieben hat. Er geht als Mensch, ja. Unter den ganzen Zombies? Ja, würdest du auffallen, auf jeden Fall. Das Gruseligste, was ihm eingefallen ist zu Halloween. Er geht als Mensch. Ja, da würdest du auf jeden Fall auffallen. Mhm. Naja. Ja, das ist ja hier quasi um die Ecke. So viel Blut getrunken. Sind wir, glaube ich, auch schon mal dran vorbeigeruschelt, oder? Nicht so. Nee, da waren wir noch. Gar nicht. Wir fahren in fremde Gefilde. Stimmt. Ich habe gerade mal auf die Karte geguckt. Ja, ich auch. Ich auch. Zu viel Punsch getrunken? Wer? Guru? Guru hat zu viel Punsch getrunken? Das ist nicht schlimm. Nein. Das wärmt dann zumindest. Das ist doch schon mal eine Maßnahme. Ich habe kalte Füße. So friere ich nicht, aber ich habe Eisfüße. Das Schlimme ist, wenn du die Füße kalt hast, dann ist eh alles so. Ist gut. Alles, dann friert man halt, ne? Ja, ja. Aber das Problem ist, wenn ich dann so ganz flauschige, dicke Söckchen anziehe, dann ist mir dann wieder zu warm. Und das ist halt. Andrina hat zu viel Punsch getrunken. Andrina trinkt keinen Alkohol. Nein, ich auch nicht. Andrina trinkt ja gar kein. Oh, das ist im Schnee. Hurra! Echt jetzt? Also, ich kenne Red Mesa eigentlich nur aus der Wüste. Mochte nee, ich hier wie Streifen nur. Es tut mir. Da habe ich mich ein bisschen verjagt. Ich mich auch. Irgendwas wollte ich sagen, aber ich habe vergessen. Nee, ja, genau. Bei mir war der. Nee, obwohl. Oder? Nee, doch, ich glaube, bei mir war der in der Wüste oder war der auch ein Schnee? Wow. Oh, bitte nicht so nah ranfahren. Ich war das nicht, das war ein Zombie. Ach jo. Aber oh. Du bist trotzdem zu nah. Wieso, weil hier können auch Außenminen liegen. Sind wir schon da? Ja. Ach so. Ich wollte gerade sagen, bitte fahr doch weiter. Was willst du denn hier? Aber hier müssen wir ja. Oh, wir sind doch da. Mein, nicht so nah. Bitte nicht so nah. Möchte wer bei uns noch mal schauen, bevor wir Bücher verkaufen? Wer hat das geschrieben? Warte mal, wo? Jens. Möchte wer bei uns noch mal über die Bücher schauen, bevor wir verkaufen? Ja, ja, aber da sind wir ja jetzt tatsächlich weit weg. Ich pack das Verkauf ist egal, ein. Verkauf, wir werden schon klarkommen. So, warte mal, ich muss laden. Ja. Weil jetzt hier wird's gleich ganz spannend. Gleich am Anfang. Freu dich mal. Ja, wir versuchen aber erstmal schön mit Schleichen. Ein bisschen Munition sparen. Hier ist nichts mit Schleichen. Vergiss es. Und im Schleichmodus kommst du jetzt nicht hoch, wenn Hunde und Geier kommen. Also. Hallo Jürgen. Das war. Wir können es versuchen mit Schleichen. Hier explodiert auch gleich was. Ich weiß nur nicht, wo. Ich glaube, irgendwo links. Also, Guru, zur Erklärung. Ich, fluche, doch, ganz viel. Und ich rauche, aber ich trinke nicht. Punkt. So, okay. Das war der Puma. Da fliegt er nochmal. Ach Gott, der Arme. Und er lebt noch? Er lebt noch, oder? Er lebt noch? Warte. Und er tappt gleich in die nächste, wahrscheinlich. Er sitzt oder er lebt? Ich weiß es nicht so genau. Kann man das so erkennen? Nee, ne? Also für mich liegt der. Ich glaube, für mich sitzt der, aber es... Ich glaube, der ist tot. Gut, dann hat der sich schon mal erledigt.